Ah, Leute, wir müssen darüber reden. Random Video, aber ich war gerade in Netto. Da hinten ist es noch. Netto. Ich habe zwei Sachen gehabt, die ich kaufen wollte. Ich habe nicht viel Zeit gehabt. Deswegen habe ich ein bisschen geguckt, war lange Schlange. Dachte mir so, okay, vielleicht geht es ja. Ich versuch's einfach mal. Hab mir jetzt zwei Sachen genommen. Zwar eine Kasse war besetzt. Ich stell mich so hinten an, guck so nach links, guck so nach rechts. Da sehe ich auf einmal Self-Checkout-Kassen. Ich guck so dahin, ich sehe so die erste, denk mir so, okay, da steht ja niemand. Vielleicht ist die defekt. Dann gucke ich so, da sind 8 oder so von diesen Self-Checkout-Kassen. Und safe 10, 12 Leute stehen da in der Schlange. Ich bin dahin, habe meine Sachen gescannt, bip bip, weiter, Kartenzahlung, reingesteckt, PIN-Code, zack. Ich war in einer Minute durch. Ich gucke mir die Leute da an, die in der Schlange stehen, seit 10 Minuten für so eine Wurst und eine so eine Sache, Digga. What the fuck is going on bei den Leuten? Deutschland und Technologie, Digga. Aber gut. Gut für uns jungen Leute. Nutzt die Self-Checkout-Kassen, Digga. Ich hab eine Minute im... Also, ich bin rein, hab das Ding genommen, bin zur Kasse, hab den Shit eingescannt, kurz bezahlt, bin raus, in 2 Minuten. Das fucking Cheatcode. Wenn man in Deutschland technisch nicht die letzte Vollhorst ist, aber ganz ehrlich, das kriegen selbst Opas hin. Also, sorry, aber what the fuck? Und da kannst du mir auch nicht erzählen, dass die Leute alle gesagt haben, nee, ich stehe jetzt gerne 10 Minuten in der Schlange, damit ich dann den Service habe. Was für Service, Bro? Die arme Kassiererin, die eine, die da ist, die eingeplant ist, alleine, weil es ja 8 Self-Checkout-Kassen gibt und sie eigentlich nur die Leute abfertigen muss, die nicht Self-Checkout hinbekommen, die ist natürlich komplett überfordert, überarbeitet. Da ist mehr als ein guten Tag und Karte oder Bar ist da nicht mit drin im Smalltalk. Also ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach die Self-Checkout-Kasse benutzen. What the fuck is going on? Like seriously, guys. Ihr Guys, die ihr smart seid, nutzt die Self-Checkout-Kassen. Und ich möchte, dass ihr das so macht wie ich. Dass ihr euch kurz eine Schlange stellt, die Self-Checkout-Kassen euch anguckt, ja, sodass die anderen Leute auch sehen, oh, der guck mal, der guckt hier wegen der Self-Checkout-Kasse. Und dass ihr dann einfach wie ein fucking Boss aus der Schlange rausgeht, eure 2 Scheißdinger da einscannt, bip bip, weiter, Kartenzahlung, fertig. Und dann schön an den Leuten vorbeilaufen mit dem Kopfschütteln und die Leute sich angucken und sagen, also nicht sagen, aber einfach durch Kopfschütteln an den Leuten vorbeilaufen. Wirklich, die müssen das mal lernen. Die müssen das wirklich mal lernen. Denn diese Netto-Besitzer oder whatever, oder kann jetzt auch Lidl oder Aldi, soll jetzt kein Hate gegen Netto sein oder so. Oder es ist generell kein Hate gegen die Supermärkte. Die geben einem ja die Möglichkeit, nicht lange in der Schlange stehen zu müssen. Und wer darunter leidet, ist am Ende die Kassiererin oder der Kassierer, die dann alles selber machen dürfen, nur weil die Honks es nicht hinbekommen, kurz einfach so Sachen einzuscannen und mit ihrer scheiß Karte zu bezahlen. Das kriegt ihr das Baby hin. Leute sind einfach fucking... Nah, man. Tut euren Local-Kassiererinnen und Kassierern das nicht an. Macht Self-Checkout und zeigt den Leuten, dass man das machen kann, weil das ist fucking geil gewesen, ja? Fucking geil gewesen. Natürlich heißt das natürlich dann auch für mich wieder, dass ich dann, wenn das wirklich so ist, dass in Zukunft dann mehr Leute das benutzen, dass ich dann natürlich auch länger warten muss an der Self-Checkout-Kasse, weil die anderen das ja dann auch mit benutzen. Aber nicht so lange, wie man heutzutage an den fucking Kassen wartet. Ja, das ist weder für euch geil, noch für die Kassiererin. Von daher,
Wenn ihr nicht gerade 90-jähriger Opa seid und keinen Plan von Technik habt oder vielleicht habt ihr gerade keine Karte dabei, ne, dann ist es okay, dann geht bar bezahlen oder whatever. Aber wenn ihr eure Karte dabei habt, bezahlt auch mit Karte bei Self-Checkout-Terminal. Das tut allen einfach nur gut. So, das muss jetzt einfach mal raus. Liebe Grüße an alle. Kuss, kuss.